Lange Zeit machte er sich rar. Seine Artikel über Wirtschaft im Wall Street Journal und sein Mitmischen in der russischen Innenpolitik schienen ihm wichtiger zu sein als die Frage, ob er zuerst den Läufer nach G5 oder den Springer nach C4 bringen soll. Garry Kasparow, immer noch die Nummer 1 in der Schachwelt, obwohl er den WM-Kampf gegen seinen Schüler und Landsmann Wladimir Gramnik verlor, meinte selbst, ich habe mich verzettelt. Umso gespannter war man auf sein Auftreten beim traditionellen Neujahrsturnier 1999 im holländischen Wijk aan Zee. Doch dann fegte er wie ein Wirbelsturm über seine Gegner hinweg. Erstmals in der 61-jährigen Geschichte dieses Turniers mussten die Sicherheitskräfte die Zuschauer am Betreten der Halle hindern. Nur 4000 durften dabei sein, als das Ungeheuer aus Baku, so wie ihn die spanische Presse nennt, seine Gegner besiegte. Sein Meisterwerk war sicherlich die Partie gegen den Bulgaren Veselin Topalov. Ein Feuerwerk an Opfern, durch das der Topalovsche König magnetisch ins Verderben bringende feindliche Lager hineingezogen wurde. Kasparow hatte Weiß. Und er begann mit E2, E4. D7, D6, also die Pirzverteidigung, D2, D4, Springer F6, Springer C3, G7, G6, Läufer E3, Läufer G7, also eines dieser Abspiele durchaus gebräuchlich. Jetzt schnelle Entwicklung, Weiß will lang rochieren, Dame D2, C7, C6, F2, F3, B7, B5. Weiß wird also vermutlich eher am Königsflügel, Schwarz am Damenflügel spielen. Auch ganz schön zu sehen hier die Bauernketten von Weiß und umgekehrt von Schwarz. Noch keine Feindberührung und doch beide ziemlich eindrucksvoll. Springer E2, Springer BD7 und jetzt gleich Läufer H6 um den Läufer auf G7, diesen Verteidigungsläufer abzutauschen. Topalov nahm den Läufer, die Dame nahm wieder Läufer B7. Und wenn jetzt die weiße Dame auf die Idee gekommen wäre, hier ins schwarze Lager einzudringen, dann wäre sie mit diesem Tritt, ja, freundlich oder unfreundlich, wieder hinauskomplimentiert worden. Also, das bringt gar nichts und deswegen, um hier auch einem B5, B4 vorzubeugen, spielte Kasparow A2, A3, E7, E5, der Gegenstoß im Zentrum und jetzt, wie geplant, die lange Rochade, wobei der Turm in der D-Linie sicherlich gut steht, nicht zuletzt mit der Dame dahinter und die geht deswegen gleich nach E7 aus der D-Linie raus, der König nach B1, wo er sicherlich besser steht auch und sicherer als auf dem Felde C1, Schwarz A7, A6, um dann auch C6, C5 bei Gelegenheit folgen zu lassen. Springer C1, der Springer strebt über B3 nach A5. Jetzt aber auch die lange Rochade von Schwarz und eigentlich, wenn man sich so recht besieht, hat Weiß einen feuchten Lehm, um so einen Berliner Ausdruck zu gebrauchen. Jetzt Springer B3. Ich sagte schon, der Springer strebt nach A5 und das ist sicherlich ein guter Posten, wo er dann zum Läufer B7 schaut, eventuell auch zum Springer C6. Topalov öffnet jetzt die Stellung im Zentrum. Der Turm nimmt auf D4 wieder und gleich C5, C4 mit Angriff auf den Turm. Der muss wieder zurückweichen nach D1 und jetzt der Springer nach B6. Also hier hat im Grunde Schwarz herzlich wenig zu befürchten. Was soll Kasparow hier mit seinem Läufer F1 machen? Der beißt irgendwie bei B5, A6 auf Granit. Also dachte Kasparow, spiele ich G3
um ihn über H3 ins Spiel zu bringen. Auch der schwarze König geht prophylaktisch schon mal flüchten nach B8. Der Springer kommt nach A5 und Schwarz, Topalow, möchte sich diesen Läufer erhalten und zieht ihn deshalb nach A8 zurück. Jetzt Läufer H3 und D6, D5. Also nach entsprechender Vorbereitung dieser Vorstoß nach D5. Und man kann wirklich sagen, Topalow hat hier sehr gut ausgeglichen. Er hat im Grunde nichts zu befürchten. Die Königstellung mag zwar etwas luftig sein, aber was kann da schon passieren? Und mit dem weißen Spiel an den Flanken, wenn man so will, hier der Springer auf A5, dort die Dame auf H6, kontert Schwarz im Zentrum. Jetzt kam Dame F4 Schach. Der König geht nach A7, Turm HE1. Jetzt droht natürlich E schlecht D5 und der Turm greift die Dame an. Deswegen geht der Bauer vorbei nach D4. Und wenn jetzt hier der angegriffene Springer feige zurückwiche, dann hätte natürlich Schwarz schon das Heft des Handels in der Hand. Insofern geht der nach D5, wird genommen, wird wieder genommen und damit ist die Dame angegriffen. Andererseits natürlich auch dieser Bauer D5, der ist jetzt ziemlich anfällig und kann ganz leicht ein Kind des Todes sein.